Ich heiße dich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session, einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn mit dem alten Kaffeeonkel und der guten Aloy hier. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ihr habt es schon vielleicht gemerkt, wir sind woanders als in der letzten Folge. Es hat sich ein bisschen was geändert und zwar, pass mal auf, wir haben einen neuen Bogen. Und zwar können wir jetzt hier auch Eis verschießen. So. Was ich ja vorher immer nicht konnte. Das macht alles aber nichts aus. Ihr braucht keine Angst haben. Ihr habt nichts verpasst. Blümchen sammeln, das mache ich mal nicht mehr. Ihr habt nichts verpasst. Auch wenn wir an einer anderen Stelle wieder einsteigen. Ich war jetzt ein bisschen im Off kurz unterwegs. Habe mehrere Wochen oder eine Zeit lang auf jeden Fall nicht mehr gezockt. Musste mich natürlich erstmal zurechtfinden. Ne? War kurz beim Händler, hab mal geguckt, was wir so an Questen noch haben. Lalala, also eigentlich im Prinzip nichts Spektakuläres und hab noch eine schnelle Schnellreise. Genau, deshalb ist es ja eine Schnellreise, weil sie schnell geht. Also eine Schnellreise gemacht in ein uns schon lange bekanntes Gebiet, weil wir haben ja noch eine Quest offen, um die ich mich lange gedrückt habe. Jagen für die Loge. Könnt ihr euch noch erinnern an den Fatzke? Ich blende ihn hier mal kurz ein. Bitteschön. Oh, du bist's. Die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Du warst in einem Jagdgebiet in Taltreff. Ist das noch im Heiligen Land? Kommt drauf an, wen du fragst. Es gehörte uns mal. Aber seit den roten Raubzügen ist die Grenze etwas umstritten. Die meisten Nora vermeiden es, aber die Stammmütter verstoßen niemanden, der dorthin geht. Zum Jagdgebiet. Der Aufseher ist ein Kaja. Er kann keinem die Prüfung verwehren, aber tritt nicht zu stark auf. Er hat so viel Angst vor den Nora, er würde sich zu Tode erschrecken. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Jawohl. Könnt ihr euch noch dran erinnern, ja? Also, sehr schön. Und für den sollen wir noch eine Quest erledigen. Und die ist da drüben. Und da wollen wir hin. So, wie gesagt, wir haben einen neuen Bogen, dass wir auch endlich Eispfeile verschießen können. Aber natürlich, alle anderen Waffen, die wir bisher hatten, habe ich behalten. Ne, die sind alle noch da, wenn auch nicht ausgerüstet. Ja, und ich bin schon wieder fleißig am Sammeln. So, wo ist denn der Typi? Da drüben ist irgendwie das Ding. Da müssen wir wohl hin. Gehen wir mal. Ja, das geht bestimmt auch schneller eigentlich. Wir rennen mal darüber. Oh, ein Wächterlein. Ein Wächterlein, um den kümmern wir uns gleich. Und zwar könnten wir das eigentlich mal so machen. Komm mal her. Komm her, kleiner Mann. Kollege. Gleich mal zum Einstieg. Ciao. Sehr schön. Und plündern. So, ja, ja, komm her. Komm, komm. Wir brauchen eh Draht, weißt du? Von dem her ist das gar nicht so tragisch. Na, komm. Ciao. Gute Nacht. Boah, da sind die Akkus wohl leer gewesen, glaube ich. Da war doch nochmal einer. Ah ja, so war das. Genau, ich muss ein bisschen in die Steuerung wieder reinkommen. Dann ist auch noch ein Wächter. Da ist noch ein Wächter.
Gut. Wo ist denn der Knilch eigentlich? Wo müssen wir denn hin? Ja, Junge, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Und tschüss. Sehr schön. Danke für deine Kooperation. Nice. Gut. Wo ist denn jetzt der Typi? Oder die Queste, oder? Wie auch immer. Wo müssen wir denn hin? Ja, ich bestehe 3 Prüfungen. Das ist gut. Okay, und wo ist meine Quest? Ich soll 3 Prüfungen bestehen, aber ich weiß immer noch nicht, wo die Queste ist. Wir rennen mal da hoch, in der Hoffnung, dass der vielleicht da oben ist. So. Lalalala. Wo ist der Typ? Da muss doch so ein Typi sein. Hm, komisch. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das kannst du gebrauchen, da bin ich mir ziemlich sicher. Lalalala. Wo muss ich denn hin? Die Quest ist doch aktiviert. Ja, ist sie. Aber wo muss ich jetzt bitte hin? Hä? Kannst du mir das mal sagen? Das ist aber schon wieder komisch. Die Queste, die ich eigentlich nicht machen wollte, ne? Alter, das gibt's doch nicht. Wo ist der Typ? Da muss doch so ein Typ sein. Wo ist der? Ist der da drüben oder wo ist der? Wir gehen mal darüber. Oder wir versuchen es zumindest. Vielleicht ist der ja da drüben. Wobei, ich habe da so eine Idee. Warte mal, ich habe da so eine geile Idee. Das heißt, warte mal, halt. Geh mal da hoch, Eloy. Geh mal da hoch, jawohl. Da müsste ich aber mal ganz kurz... Also ich will erstmal die Queste eigentlich aktivieren. Wo muss ich denn da hin, zu wem? Händler Jagdbedarf, Nora Jagdgebiete, Stufe 8. Ja, und was ist das? Nora Jagdgebiet, ja. Super. Wo muss ich denn hin? Kann mir irgendeiner sagen, wo ich hin muss, bitte? Weil ich verstehe es nämlich nicht, ehrlich gesagt, wo ich hin muss. Hä? Ich habe die Queste doch aktiviert. Warte mal. Ich habe doch die Queste aktiviert. Fängt ja schon wieder gut an, ne? Quests, ja, genau. Reihe. Ja, super. Einem beliebigen Jagdgebiet qualifiziert dich. Ja, lalalala. Aber wo muss ich denn hin? Was muss ich denn hier machen? Muss ich denn hier irgendwie nicht irgendeiner... Ist hier nicht irgend so ein Knilch oder wie ist das? What the fuck? What the hell? What the fuck? Hä? Was muss ich denn machen? Liebes Spiel, zeig mir doch mal bitte die Quest richtig an hier. Wo ich denn hin muss? Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Hä? Ja, Nora ja. Nacktgebiet auch noch. Ja, Nora, lalala. Keine Ahnung. Theoretisch in der Richtung, ne? Ist das bei dem Händler da drüben oder wo ist das? Es riecht nach Regen. Die Luft ist ganz schwer. Echt wahr? Was haben wir denn hier? Nichts. Hä? Da hoch. Runter. Ja, ja, ist gut. Wo muss ich denn hin? Doch darüber vielleicht. Vielleicht doch zu dem Händler. Ein Wildschwein. Das im Wasser rennt. Das ist auch nicht schlecht. Ist mal eine neue Variante. Sehr schön. Mitnehmen. Alter. Gut, was haben wir hier?
Lottihü. Komm. Ja, ist gut, lass mich in Ruhe. Ich will gar nichts von dir. Wo zum Teufel? Ich verstehe es gerade, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Wo muss ich denn hin? Ja, da müsste doch dann aber irgendwo der Typi sein, oder nicht? Holz nehmen wir mit. Blümchen nehmen wir auch mit. Truthahn nehmen wir auch mit. Wildschwein nehmen wir mit nach Möglichkeit. Sehr schön. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir brauchen noch ein paar Verbesserungen, aber da müsste doch so ein Typi sein, oder nicht? So. Wie ist das denn bitte? Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt hier. Da warte. Alter, willst du mich verarschen? Holz. Alter, ich werde wahnsinnig. Ich werde echt wahnsinnig. Alter, was geht denn hier ab? Wo muss ich denn da hin? Da war das Lagerfeuer. So. Das ist ja nur ein Händler, oder nicht? Ja, das ist ein Händler. Nun, einfach nur ein Händler. Ich speichere mal. Das gibt's doch nicht, oder? So. Ja, und nu? Was denn nu jetzt? Kannst du mir mal sagen, was ich machen soll hier? Also irgendwie... Ich muss ja irgendwie die Queste aktivieren können. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. What the fuck? Liebes Spiel, mach's mir doch nicht so schwer. Alter. Hä? Verstehe ich nicht. Geh da hoch. Komm. Sehr schön. Okay. Ich meine, ist doch ein Jagdgebiet, oder? So. 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 Und hier noch einen. Und da noch einen. Sehr schön. Hier noch einen. Und da noch einen. Hier noch einen. Und da noch einen. So. Sehr schön. Langsam, langsam. Ja, ist doch langsam. Hihi. So, wie machen wir das? Ich habe da mal eine Idee. Oh oh, mir geht irgendwas wieder aus Draht. Na toll. Supi. Nice. Okay, die müssen da lang rennen. Dann wollen wir die mal aufscheuchen, würde ich sagen. Na, kommt mal her. Hihi.
Okay. Sehr schön. Ja. Ich glaube, das ist alles zu hoch, oder? Ich weiß es gar nicht. Wo sind denn die Scheißviecher? Na, kommt mal her, ihr Viecher. Aber wo ist der Typ? Das weiß ich immer noch nicht. Alter. Hallo? Huhu, hier bin ich. Wir wollen mal eine Treibjagd versuchen. Hi. Mitten im Spiel. Komm her. Na kommt schon. Runter, runter. Komm. Die sind so doof, die Scheißviecher. Na, klappt wohl irgendwie nicht so ganz, was ich davor hatte. Naja, vielleicht klappt es ja anders. Ja. Ist gut. Guck mal hier. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gerannt, ne? Shit happens, kommt schon. Gibt's ja nicht, oder? So ein Cheat. Alter. Aber wo zum Teufel? Scheiße. Ja, lass sie suchen. Macht nichts. Ja, schön. Okay. Alter. Es hat ja voll viel gebracht, aber ich weiß immer noch nicht, wo die Queste ist, egal. Totale Verschwendung von allem Möglichen, ich weiß nur nicht, wo die Queste ist. So. Na, nimm's mit, komm. Ich bin voll, oh cool. Wo ist der Typ? Da muss ja irgendwo ein Typ sein. Hi Jungs. Oh oh. Hey. So. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir auch mit. Ich weiß immer noch nicht, wo der Typ ist. Alter Schwede, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ja, super. Was soll ich denn hier machen? Ich renne hier ja nur sinnlos in der Gegend rum. Guck mal, da ist die Falle. Da wurde wohl jemand überrascht. Ciao. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Ja, komm, hol mich. Arschgesicht, hol mich. Komm. Komm. Nur daneben so, ne? So geht's ja auch. Gut.
Dann sammeln wir wenigstens wieder Draht ein. Was soll es? Und Scherben und Zeugs. Das habe ich hier. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir auch mit. So. Schön. Gejagt haben wir ja jetzt, aber wo, was? Wie? Ich verstehe das mit der Quest ehrlich gesagt nicht. Ach, ja, ist ja gut. Ja, das interessiert mich jetzt mal gar nicht eigentlich. Hier muss ja irgendwo der Typ, hier muss doch irgendwo ein Typ sein, oder nicht? Hier war ich schon. Ist der nur zu einer bestimmten Uhrzeit hier, oder was ist da los? Hat er keine Lust mehr gehabt, hier rumzuhängen, oder wie ist das? Wo ist der Typ? Oder wie ist das? Na komm, geh mal da hoch. Ist der hier oben? Warum? Wer ist da? Wo ist der Typ? Wo sind wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer. Da kann ich auf jeden Fall mal speichern. Ja, schön. So, und wer bist jetzt du? Der ist der Hüter. Warum wurde der mir nicht angezeigt, Alter? Und wer bist du? Händler. Händlerin. Okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, wir machen das in der nächsten Folge von Let's Play Horizon Zero Dawn. Dann haben wir halt jetzt ein bisschen Spektakel veranstaltet. Macht ja auch nichts. Gehört ja auch dazu. Bis dahin, have a nice day. Ciao, ciao. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Wer sollte sowas tun? Wer sind die? Wir können nur zur Göttin beten. Nein! Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Dann musst du das heilige Land verlassen. Es wird Zeit, dass die Mörder für ihre Taten bezahlen. Aloy von den Nora, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Eclipse-Truppen, sie graben alte Waffen aus. Ich weiß, wer die Nora angriff. Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Ein weiter Weg von der Zitadelle, Aloy. Wer bist du? Ein Interessierter. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Es ist also soweit. Aloy. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon.